Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Wolf Among Us. Oh ja, ich bin der Jay und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Let's Play. Das schöne Spiel hier ist von Telltale Games und vielleicht ist einigen von euch noch in Erinnerung, dass ich auch The Walking Dead von Telltale Games let's played habe. Und genau wie The Walking Dead ist The Wolf Among Us auch ein Spiel zur Serie. Und zwar zu der Serie Fables, die ich selber auch noch nicht gesehen habe. Aber mal schauen, wie das so wird, weil Telltale Games hat ja letztes Jahr hart überrascht mit The Walking Dead. Vielleicht haben wir ja so eine ähnliche geile Scheiße mit The Wolf Among Us. Sah auf jeden Fall schon mal in den ganzen Trailern, die ich mir angeguckt habe, ziemlich cool aus. Und ja, ich bin gespannt. Das ist wirklich vollkommen blind. Ich habe gerade einmal die Optionen hier angeguckt und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das auf Englisch ist. Wahrscheinlich ist es wieder vollkommen auf Englisch. Aber das sollte uns auch nicht stören. Ich weiß nur so viel, dass in dieser Serie, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich vielleicht was Falsches erzähle, aber so wie ich das verstanden habe, spielen in dieser Serie ganz viele Märchenfiguren mit, wie beispielsweise der böse Wolf und die Schöne und das Biest und so weiter, aber in Form einer Menschengestalt, und zwar sind die irgendwie im Exil in New York oder sowas und in einer fiktiven Stadt, ich weiß es gerade gar nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall, den Typen, den wir da links sehen, das ist der große böse Wolf. Und mehr weiß ich auch wirklich nicht, und ich würde sagen, wir drücken jetzt mal auf Play. Und starten mal unser schönes Let's Play. Und zwar die erste Episode. Genannt. Steht nirgendwo. Steht nirgendwo. Das sieht echt haargenau aus. Es könnte auch Episode 2 von The Walking Dead sein. Nur, dass keine Zombies hier gerade am Start sind. Aber ich meine, die erste Episode würde Faith heißen. This game series adapts to the choices you make. The story is tailored by how you play. Ja, es ist wie gesagt wieder Englisch. Once upon a time in New York City, there lived a community of fairy tale characters known as Fable Town. The Fables who lived there arrived hundreds of years ago after they were exiled from their homelands. Through the use of a magic spell called Glamour, they have protected their secret community from the mundane world. Und scheiße, das konnte ich nicht mehr lesen, verdammt! Telltale Games presents. In association of Vertigo, bla bla bla. Wir fahren hier schön in der Stadt. Ganz schöne fiese Gegend hier. Das sieht auch in erster Linie schon mal mega düster, aber auch mega geil bunt aus. Das Grafikstil gefällt mir schon mal sehr gut auf Anhieb. The Wolf Among Us. Ich bin echt gespannt. Ich darf nicht zu viel erwarten, ehrlich gesagt, glaube ich. Irgendwie fangen wir auch immer in Autos an. Bei Telltale Games, bei The Walking Dead war es ja genauso. Erstmal eine anzünden, ja sicher. Erstmal eine quarzen. Ein leckeres Lungenbrötchen, wenn ich aus dem Taxi steig. Tenement Building South Bronx, sometimes after midnight. Toads 251. Was? Mr. Toad? Oh, shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. Ist der Froschkönig oder was? I need to kick up a fuss. I'm looking at the 3-foot toad. I'm looking at a 3-foot toad in a sweater. That's a problem. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Ja, da kann er ja nichts für. Ist nicht sein Problem. It's not my problem.
You're the one risking your entire family getting shipped off. It's completely irresponsible, Toad. Bigby, please. That's a low blow, mate. All this will be taken care of as soon as the witches are available to cast the spell. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Whoa! Fucking hell! See? This is what I called you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place! So, what am I walking into exactly? A woodsman's on another bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. This is the last straw, Bigby. He has to go. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Warum ist er denn so angepisst? So what set him off? Who knows why it was this time? Man's got a hair trigger. I avoid him as much as possible. When did he start drinking? Not sure he ever stopped. Fuck you! I didn't know anyone else was up there. Okay, also, so wie ich das verstanden hab. Furry prick up shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Genau, die dürfen halt auch nicht von der Menschen, von den Menschen gesehen werden oder wie auch immer. Aber der große böse Wolf, der ist in Menschengestalt. Weiß ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht warum. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey! So, wir müssen jetzt hier irgendwie so einen Typen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einer von den bösen Märchenfiguren ist. Was liegt denn hier? Ein Matchbook. Was ist denn für eine Scheiße? Was ist denn Matchbook? Ach, so was. Ja, kann man immer ganz gut gebrauchen. So, jetzt können wir natürlich die Tür eintreten. Ich könnte dran knocken. Was ist das hier? Telefon? Was macht denn da Telefon Schönes? Kann ich jetzt anrufen? Aha. Okay. Ja. Schön. Dann würde ich sagen, kicken wir doch mal direkt die Tür ein, oder? Oder knocken wir erstmal? Knock, knock? Ich glaube erstmal knock, knock. Hallo? Ach, schade, ich dachte, ich könnte die Tür eintreten. Damn you! No way! Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid. I'll fucking kill you! Was passiert hier? You fucker! Alright, what's going on here? Okay. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way. Das ist die letzte Warnung. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Zähne fletschen. Wie? Oh, wow, wow, wow. Wow. So, jetzt hier. Auf den Waschbecken hauen. Bam. Oh, was hat der denn jetzt? Ein Rasiermesser. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Aber wir können ausweichen. Ganz schön knapp. D. S. Ha, Noob. Also, ha. So. Oh. Shit. Okay, ab ins Bett oder in den... Ah! Komm! Nein! Ich wollte ihn... Nein! That whore's gonna watch me kill you. Okay, dann halt die Flasche über den Kopf ziehen. Auch kein Ding. So, jetzt aber ab... Nein, ich will ihn... Okay, gehen wir ihn halt zum Roundhouse-Kick. Ist auch in Ordnung. Kriegen wir auch hin. Cool, so, jetzt aber ab in den Schrank mit dir. Oh oh. Jetzt hat er einen Scheiß. Was ist das denn jetzt? Ah, aufs Knie und aufs Ohr jetzt. Mann, doch nicht. Aua. Okay, ab ins Sofa mit dir.
Had enough? Oh nein, er hat noch nicht genug. Was ist das denn? A fucking challenge. Ist das ja das Schöne und das Biest? Okay, up in your face. Und Bart! Nimm den Bart. Aua, voll auf den Kiefer oder auf die Schilddrüse oder was auch immer drauf. Ich will den ins Bett stecken. Okay, oder er will uns mit der Axt kaputt machen. Vielleicht sollten wir lieber dem ausweichen. Nehmen Sie Kuh. Ah, ich muss Kuh drücken. Ah. Okay, okay, okay. Oh. Achso, ich dachte, wir geben ihm jetzt richtig eins mit. Puh. Was ein Kämpfchen hier, ey. Mich am Arsch. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. Put you on the ground. Shut up. Oh, fucking shit. You vogue my joy, you bastard. And still you talk. Fuck you. Shit. So, was ist denn passiert? What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry. You saw the best bits. There's more where that came from, girlie. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. Aha. Warum sagt sie denn nicht? So, wer bist du denn? What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? Komm, erzähl's. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought about cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones. And threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Hey, what did I say? I said be nice, or you wait outside. Come on! Whoa! Okay, also so wollte ich ihn jetzt auch nicht rausschmeißen. Okay, dann machen wir es halt so. Auch kein Problem. Einmal schön ein Loch in die Wand hauen. Oh, shit. Was ist das, der Woodsman? Wie der Holzfäller? Wer ist denn der Holzfäller? Oh, Toad ist wieder am Start. Hey, Toad. My car. Give me a second. No, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. Can I get you anything? Pillow, perhaps? Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Ich liebe englischen Akzent. Well, at least you're not fucking dead. Oh mein Gott, er ist immer noch sauer. Was geht denn mit dem kaputt? Alter. Der Woodsman hat ihn ganz schön... Alter. Aua, aua, aua. Beißt du mir auch in die Finger? Drück doch mal Kuh. Wie oft muss ich denn noch Kuh drücken? Ich krieg auf den Sack. Oh, jetzt hat er böse. Lol. What the fucking hell? Warum hatte der denn jetzt plötzlich so gelbe Augen? Was? Danke. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you?
Not if I can avoid it. Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Scheint ihm wohl egal zu sein. Wir lassen sie. Wir sehen. Bad day. That makes two of us. Aua! I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. Ich hätte eine Knarre. Oder? War das eine Knarre? Und jetzt? Ist alles fertig. Haben wir es jetzt geschafft? Alles gerettet oder was? War das eine Knarre? Ja, das ist natürlich scheiße, wenn Raucher bis in das Feuerzeug nicht geht. Lighthurst Cigarette. Hier. Ah, die guten Zippos funktionieren immer noch. Thanks. Grüße, Peter. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Mann, ich will wissen, was sie macht. Hey, you like my ribbon? Was ist der Ribbon? Ja, es ist beautiful. Beautiful. Meint ihr die Schleife? Thank you. Wer bist du denn? Rotkäppchen? I feel like we've met before. Oh mein Gott, nicht im Ernst. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Na, natürlich ist er weg, der böse Woodsman. Shit. Totally. Sehr schön. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. It's not just about you. I can't have him running around the city in the state he's in. Good, because I was just starting to worry it was all about me. That's not what I mean. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Give her some money. Wish I could help. Ja, komm, gib mal ein bisschen Geld hier, bitch. Let's see, I've got, it's 20, 40, 7, 8, 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where you live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. I'll see you around, Wolf. Wer ist denn das jetzt? Keiner weiß es. King. Machen wir jetzt? Erstmal wieder eine quarzen. Ja, stimmt. Die Lunge hat ja schon lange nichts mehr abbekommen.